Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Holzhausen. Und es ist nicht die 2015. Hallo. Ja, sicher. Sondern nur LS15. Oh. So, die Tiere haben jetzt. Nein, wir müssen hier korrekt bleiben. Jetzt sind wir aber mal wieder überkorrekt. Scheiße, Mann. Überkorrekt ist auch ein geiles Wort. Was sind die Felder reif? Timo, du hast den falschen Träger genommen. Hab ich nicht. Meiner ist der hier. Wie viele Kühe hast du gekauft? 125. Weil die Fresse. Nein, ich will keine Windmühle kaufen. Okay, jetzt. Immer diese Staubsaugervertreter, die wollen mir mal alles auf. Ja, die immer Windmühlen verkaufen wollen, ne? Ja, für 700.000 oder so. Wollen sich das in ihren Garten rein? Ja, einfach so eine Windkraftanlage, ne? Die so 150 Meter hoch geht. Ist auf jeden Fall schon mal ein reifes Feld für 21.000. Hätten wir. Wollen wir? Ja. Ja, jetzt nimmt er mir den Mähdrescher weg, weißt du? Wo bist du? Ich dachte, ich bin so der typische Jan und Dresche, weißt du? Ja, du musst aufpassen, ja, dass Nico auch ein bisschen was macht, wenn Nico aufnimmt, ja. Und ich auch. Wie Nico viele von den Folgen hast du so? Deswegen habe ich mir den ja hier hingestellt. Achso. Ja, es wäre aber super dran gefahren. Ja, ich weiß. Wo bin ich denn? Ich fahre wieder nicht falsch Richtung. Ich hab den geschleift, jetzt fahr. Hä, das Feld ist doch fertig hier unten. Hier, 23 ist fertig, oder nicht? Was hast du denn gemacht? Warte, ich hole eben meinen Trigger. Du hast ihn da so drauf geschoben? 16 ist fertig, 23 ist fertig, wir müssen das Feld nicht kaufen, Leute. Dann fahr ich jetzt. Dann spul noch vor, bis es Tag. Ja, mach ich. Bis. Warum? Wir können doch mal Nacht. Ach, Nacht ist scheiße. Die frühen Morgenstunden sind am geilsten, wenn so ein Nebel hier auf der Map ist. Ich weiß gar nicht, ob auf der Map überhaupt Nebel ist, aber ich denke mal. Das fällt vom Nachbarn, ey. Alter, ich kann jetzt einfach das, was ich gerade gemäht habe, schon wieder abnehmen. So wird gleich hell, ne? Macht ihr denn da im Feld? Ja, hier ist der Schnellwerkswagen. Was macht man eigentlich am Wegesrand? Ja, weil den Marvin so intelligent angekuppelt hat. So, das ist jetzt Raps, ne? Doch. Ja. So, jetzt die Zeit runter. Nee, noch nicht. Noch nicht. Wir haben der Maus. Jetzt bräuchten wir noch einen kleinen Mähdrescher, ne? Quatsch. So. Wir brauchen wir einfach haben ja, nur so viele Anhänger. Felder, dass wir immer was zu tun haben. Das ist das Wichtige. Erstmal nur Felder kaufen. Da hast du recht. Ich hab immer recht. Vor allem, das Coole ist, die sind zu klein. Das gefällt mir, dass die Felder so klein sind. Timo, du Achter, ja. So, jetzt Zeit runter. Jetzt ist so. Ey, aber wir haben noch Felder, die noch wachsen müssen. Haben wir eigentlich nicht. 17? Ja, wächst doch. Ja, 17 ist noch am Wachsen. Ja, Marvin stellt das irgendwie am Rand, also die Anhänger irgendwie am Rand stellen. Könnt ihr dann hier auch gleich schon grubbern? Sehen, die grubbert doch mit, ne? Ja, wir haben aber gesagt, dass wir die Grubber benutzen. Haben wir das? Ja, haben wir. Bisschen hat Timo schon wieder auf seine eigenen Regeln keinen Bock mehr. Das waren nicht meine eigenen Regeln. Ich grubber vor. Da benutzen wir die grubber, keine Ahnung. Ja, die brauchen wir für Kartoffeln später. Stimmt auch wieder. Zuckerrüben. Mais eventuell. Wir haben vorgekauft. Genau. Wir können ja auch Mais machen und zwar nicht häckseln, sondern so mit dem Mähwerk. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Stimmt, du hast recht. Ich hab immer recht. Nee, nicht immer. Dir ist nicht mal aufgefallen, pro Folge sagst du zu mir, ja stimmt, hast du recht, so 3 oder 4 Mal. Ja. Und wie oft sage ich? Ganz schön viel. Stimmt. Ihr habt das Licht angemacht? Keine Ahnung, was das war, ein Speicherleck wahrscheinlich. Achtung, ich kann nicht rückwärts, ich habe eine Saatmaschine. Du musst Platz machen. Das ist keine Ausrede. Ja, der größere Zug, also der schwerere und längere, der. Genau. Der fährt erstmal einen Sonnenpfahl um. Ach, ich dachte mir so, ach komm, die Kurve ja, muss. Ja, fährst erstmal rufen. Durch die Steinmauer. Du, ich fahr dir gleich in ein Haus rein. Okay. Wolltest du gerade Anus sagen? Nein. Ein Zimmer oder Haus oder ich weiß was ich. Ja, Timo, ja. Was soll ich sehen?
Raps. Irgendwas, was ballen kann. Ja, also das erste, also das ohne. Weizen. Gerste, Weizen. Beides kann. Wir haben schon auf der einen Fläche Gerste. Ja, und dann machen wir jetzt Weizen. Und was wird das bringen? Oh, Gerste. Okay, Gerste. Ja, weil wir wollen ja einlagern und dann erst verkaufen, wenn der Preis... Ja, aber wir müssen erst mal warten, bis Nico hier ein bisschen was geschafft hat, weil, ey, das kann's ja nicht... Können jetzt nicht hier sofort alles machen, ne? Und denk daran, auch den Spurreißer anzusetzen, ne? Nein, wieso das? Dieter, was hast du jetzt da, Gi? Weil ich immer in Perspektive fahre. Ah, wir haben... Sorry, wir haben ja gar kein GPS. Ja, deswegen, ja. Den müssen wir noch reinpacken, gemeint. Da muss man nicht noch im Trecker sitzen kann, aber ich schön zurücklehnen. Wie funktioniert denn der genau? Ich habe den noch nie benutzt. Ich auch nicht. Also wenn tue ich immer noch selber, aber man aktiviert ihn halt mit Steuerung 0 und mit Steuerung N dann das Menü. Dann kannst du einstellen halt die automatisch die Arbeitsbreite. Dann erkennt er die Arbeitsbreite von der Maschine und dann musst du das nur noch so ausrichten, dass es zu der Feldlinie passt und dann drückst du auf den Satellit, weil mit Steuerung hast du dann die Maus, drückst auf den Satellit und dann kannst du entweder mit Tempomat losfahren oder mit halt Gaspedal oder sonst was und der hält dich dann in der Linie und wenn du umdrehen willst, dann drehst du halt einfach um, kannst trotzdem halt noch aus der Linie rausfahren. Okay. Das ist eigentlich ja, relativ einfach. Ja. So, Nico ist da der langsame Meer. Genau. Hallo, ich stehe auf dem Kurs. Weil sollte ich bei Mainburg Kartoffeln machen, dann werde ich auf jeden Fall GPS-Mod haben wollen. Ja, da hast du recht. Da brauchst du ja Jahre, bis du das hast. Bis diese 2 Meter Arbeitsbreite und dann lässt du mal so ein kleines Kartoffelpflänzchen aus, darauf habe ich doch keinen Bock. Das glaube ich dir, Fiete. Das glaube ich dir. Wir könnten die auch eigentlich zusammenfliegen, die Felder, ne? Nee, lassen wir. Ich finde das ganz 18, gut, dass sie so klein sind. Wenn wir uns Feld 18 kaufen können, dann könnten wir einfach dazwischen diese Graslinie wegrubbern, weil da drunter ist Ackerboden. Ja, meinte ich ja. Da musst du nicht flügen. Leute, ich finde das ganz gut, dass sie so klein sind. Habe ich verstanden, Timo. Nur Nico macht da gerade komische Sachen. Hä? Wieso? Mach erstmal die andere Seite, dass wir die andere Seite schon anfangen zu flügen. Nein. Marvin, wir warten einfach. Warte mit Fliegen. Mit Zen. Er fährt doch hier rauf und runter. Ja, ich weiß. Sprit verbrauchen. Warte noch, Marvin. Warte noch. Ich stelle mir die Anhänger. Nico muss dann übers Gesäte rüberfahren. Das ist schon wieder unrealistisch. Stimmt auch wieder. Dann stell mal eben bitte nochmal die, Bin gleich voll. Da müssen wir jetzt leider warten, bis Nico fertig ist. Das ist schade, aber gut. Machen wir jetzt so rum. Fiete macht Gras noch, ne? Ich will das Silo voll machen. Du könntest ja auch vorne eben die Hänge an... Ah ne, geht ja nicht. Du hast ja hinten seine Maschine dran. Stimmt. Ich habe eine Frage, gibt es eigentlich auch so einen Mod, wo du selber aufsteigen musst und Q an der Maschine drücken musst? Nein, das kann man nur selber als halt, also die ist mit dem Ankuppeln geht nicht, aber es gibt halt mittlerweile die ist, dass du an der Maschine direkt was machen kannst. Oder von außen an dem Trecker, sind das Skripte. Aber so direkt einen Mod gibt es bisher noch nicht. Ja, das hatten wir bei Agrarsimulator-Mod hatten wir das drin, mit der Kardanwelle. Ein Anhänger, da musstest du aussteigen und die Kardanwelle anmachen. Dran ja, stimmt, man kann das vom Mod aus machen, dass man die Zapfwelle oder so verbinden muss bei einem Mähwerk. Ja. Das gibt's. So wie bei Agrarsimulator geht das ja nicht. Da kann man da ja einfach Dreieck zu Dreieck, Viereck zu Viereck. So. Habt ihr eigentlich, es gibt doch auch hier so ein Farming, nicht Farming Simulator, sondern, Agrarsimulator. Agrarsimulator. Nee. Ich hatte den 13er. Okay. Da hatte man ja auch diese, von einem Flug, die Flucht, ist man ja auch mit einem Trecker reingefahren, weißt du? Ja, das war Terra. Ja. Dynamischer Boden. Ja. Das wäre in LS15 vielleicht, in LS
Warte, sind alle 17? Vielleicht noch richtig geil. Eine Mischung aus Alice und Spin Tires. Ja, genau. Alter, bei Spin Tires geht's so gut. Aber nicht so heftig. Aber ich meine, es gab damals schon Maps, wo Schlammlöcher drin sind. Ja, aber das war dann so, Schlamm gemappt und dann war das dieses unechte Wasser. Ja. Welche Version waren das, die ich damals gespielt habe, Nico? War 09. Timo? Ich glaube, das war in 09 drin. Da waren wirklich Schlammlöcher. Und ich meine sogar, dass die was gebracht haben. Nein. Nee, die waren nicht dolle. Das waren einfach nur die Texturen. Dann war das so, wie wenn du durch künstliches Wasser fährst. Ja, ja, das ist jetzt auf den aktuellen neuen Maps so. Und auf in 13 war es auch so. Aber meinst du, das ist bei 9 auch schon? Bei 11 war es auch. Kann mich irgendwie dran erinnern, dass... Naja. Timo? Ich habe alle Landwirtschaftsteile. Ich habe sogar Gold Edition 09 und Titanium Edition 2013, glaube ich. Das habe ich auch alles. Timo, ich habe mein Tempomat auf 20, ne? Also... Ja. Ich habe damals mit Alice... Fahr mal ein Stück vor, damit ich mich positionieren kann. Boah, die Mods auch mit da, 09 angefangen. Den geilsten Mod war bei Alice 08, ne? 8 war ja das erste. Da gab es Mods? Da gab es Mods, die konntest du dir richtig kompliziert runterladen. Da gab es einen John Deere, noch ein bisschen? Da konntest du schalten. Ja, reicht. Das war richtig genial. Boah, und das war auch noch mit Frontlader. Das hattest du davor nicht bei Alice 08. Frontlader? Nee, hattest du nicht. Fand's ja genial, als 09 rauskommen sollte, hat sich Timo... Du warte, bleib zu stehen. Darauf richtig aufgegeilt. Er hat sich halt immer Videos darüber angeguckt und alles. Und der hat gesagt, Nico, das wird so toll und so. Bei welchem Spiel? Bei 09. Ganz am Was Anfang. Was waren davor? 8. 8, aber das haben wir nicht gespielt. Das hab ich mir nochmal geholt, weil ich dumm bin, aber... Timo, weißt du, was wir noch machen müssen? Diesen Schlüsselmod, dass die Motoren anbleiben. Ja. Du meinst Drive Control. Da kannst du dann auch per Leertaste... Nein, er meint den Schlüsselmod. Ja, Drive Control wollte ich nicht reinmachen, weil da so viel anderes Schnickschnack dabei ist. Ja. Ja, aber... Mit der Handbremse. Und dann hast du einen Trecker, der dieses, mit der Maus hat. Und dann drückst du Leertaste und dann... Ach, das spinnt doch schon wieder rum. Ja, ja. Und, was vielleicht auch cool ist, wäre noch, realistisch Tank, also da verbrauchst du auf 100 Kilometer oder so irgendwie 50 Liter oder so. Und wenn du einen Mod reinmachst, dann muss ich aber einen Lenkrad haben. Braucht der mehr als 50 Kilo, für 50 Liter auf 100 Kilometer. Ja, das war ja auch zu grob gesagt, ne? Also. So ist das im Moment in LS, wenn nicht sogar weniger. Weil kein Trecker fährt hier 100 Kilometer. Da ist der Tank leer. Ja, aber ich finde, es sollte so sein, dass man, wenn man Feld mäht, ungefähr einmal auftanken muss. Tank. Ja, aber das ist unterschiedlich wie groß, ne? Zum Beispiel jetzt hier die 30 oder so. Ist riesengroß. Wie oft willst du da auftanken? Ja, halt so die 4. Nein, beim Feld 4, dass du da einmal volltanken musst. Und dann am Ende noch so die Hälfte vom Tank hast. Also so anderthalb Tanks. Jetzt bei dem hier. Bei den größeren dann natürlich wahrscheinlich das gleiche, weil die ja dann wieder mehr verbrauchen. Aber das ist halt eigentlich so. Du lässt eine Reihe frei, ne? Würde ich nur sagen. Ja, ich muss nochmal rüber. Anders. Ich habe auch hier überall wieder, weil dieses Mähwerk so genial ist. Oh, was macht der Nico denn da? Nicht in den Feldern rennen, wenn ein Drescher unterwegs ist. Ach, gerade dann wird's lustig. Verstecken zu spielen. Das Lustigste ist bei Mais. Wenn der Mais extra von dir. Da sagt kommt. Man nicht Mäuschen Pieps, sondern Mäuschen. Au! Haben wir alle gelacht. Jetzt ein Flachwitz über Mäuse. Nicht mal au, ey, da bist du sofort weg. Jetzt ein Flachwitz über Mäuse. Warum trinken Mäuse kein Bier? Weil sie Angst haben am nächsten Morgen wegen den Kater. Oh Mann. Geht ein Blinder am Fischmarkt vorbei. Hallo Ladies. Mach mal die Beine zu. Jetzt geht das los mit den Flachwitzen, ey. Ja, ich merke schon, ihr beide seid anscheinend ziemlich gute Meister in Flachwitzen. Ich habe das 3 Jahre gemacht. Junge, ich muss mir das jeden Tag von Jörn reinziehen. Hey, ich dachte, Jörn ist... Nicht der Jörn, aber... Es gibt mehrere Jörns. Es gibt bestimmt mehrere Jörns auf der Welt. Hast du scharf erkannt, Sherlock? Nein. So. Wir sehen das hier schon. Ja.
Sogar mit Vorgewende. Stellt euch vor, ey, die Bananen-Porsche machen das mit Vorgewende. Ey, Nico, du musst den leiser machen, das stört richtig. Ja, ja, weiß doch auch nicht hier. Mach doch auch Vibration. Mach auch Vibration und leg sie auf den Bauch. Nee, eine Hose. Ja gut, Leute, das war's mit der Folge. Werdet ihr nicht vergessen, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn ihr was habt, dann schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.